Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, neue Runde LS22, Nordfriesischer Marsch, die vierte Folge schon heute, Karin ist zu spät. Trotzdem vielen Dank fürs Reinschalten, wieder nicht mitgekriegt, wir haben in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, bei YouTube glaube ich hat Shellys gepostet, wenn ich das richtig mitgekriegt hatte. Und sie hat es auch in ihrem Ladies-Stream am Dienstagabend angekündigt, heute mal ein bisschen früher, ne? Schon seit 19 Uhr hier unterwegs und auch, liebe Leute, falls ihr es noch nicht mitgekriegt haben solltet, am Samstagabend ob ca. 7:45 bin ich auch live. Auch am Sonntag um 10 oder 12, das überlege ich mir noch. Und dann mache ich Streaming-Urlaub. Nein, generell Urlaub, frei, entspannen, rumchillen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, diese Woche wird nochmal Vollgas gegeben. Dafür dann aber nächste Woche und übernächste Woche nicht. Wobei übernächste Woche dann am Ende wieder. Da sagst du, danke dir für 500 Bits. Danke auch für den Support. Ja, vielen Dank. Also noch auch für die jetzt erst reinschalten, weil sie normalerweise um 7:45 reinschalten. Es gibt eine neue Map-Version, ein Produktionspack-Version und Mods-Pack-Version. Gestern Abend schon veröffentlicht, weil die alten Dings von ShareMods kaputt waren. Da habe ich mich gezwungen, nicht die alten Mods nochmal wieder neu hochzuladen, sondern die schon von mir überarbeiteten für heute Abend. Ist eine Reihe Fehlerfixes, Mini-Verbesserungen und ja, lohnt sich trotzdem abzudaten. Und ja, ne, so ein Ding ist das. Gut. Was haben wir bisher geschafft? Für die, die jetzt erst reinschalten, ein bisschen gedroschen. Feld 3 ist abgeerntet. Feld 8 ist gerade bei Tridikale ja, fast fertig. Jetzt sind wir am Ballen pressen. Und wir werden gleich Ballen sammeln. Wir wollen noch Produkte verkaufen. Das ist 3:30 schon am zweiten Tag, also ne, an der zweiten Monatshälfte. Mit dringend Zeit. Versucht zur Seite fahren, dass er vorbeikommt. Mit dringend Zeit, dass wir loslegen hier mit dem LKW gleich. Uns einen Palettenanhänger wieder schnappen und euch in Umfragen mit rein einbeziehen. Ne? Wollen wir wieder ordentlich Umfragen starten hier. Mal gucken, wer heute Abend Punkte gewinnt oder wer heute Abend Punkte verliert. So wie Dortmund gestern Abend. Haben wir schon Dortmund-Fans unter den Zuschauern, die auch nochmal ein bisschen mit mir leiden wollen. Ach, lieber nicht, ne? Nicht, na, na egal. So. Rufst du, doch, du rufst du befüllen, macht Sinn. Anfahrerfeld 2 macht keinen Sinn mehr, weil da ist keiner mehr, Kollege. Warte, Leute, ich guck gleich und sag gleich viel Dank und so, ne? Ruf sie du befüllen. So. Also, ich sage vielen lieben Dank an. Wo ging es los? Da sagst du mit 500 Bits, hatte ich gesagt. Stege, 1, 2, 3. Danke dir für 123 Bits, Stege. Dom Toretto. Danke dir für die 100 Bits. Panic Pitty, nochmal mit 500 Bits am Start. Danke dir. Hoffentlich Schuhregal schon angekommen. Wenn ich sagen durfte, das Regal. Denn Panic Pitty hat sich neue Schuhe bestellt. So, Ernteschnecke mit 200 Bits am Start, Oligonek mit 500 Bits, da sagst du mit 400 Bits und 100 Bits von Psycho Becker. Ja, auf jeden Fall hätte Shelly auch gerne ein neues Schuhregal. Dachte nein. Kein Platz. Shelly hat genug Schuhe. Sagt. So. Das Ding wird ja auch die Kinderschuhe, nehmen immer mehr Platz ein, ne? Das ist echt so, puh. Denkt so, ja. Ich glaube, irgendwann so in 3 Jahren. Sind für Shelly und meine Schuhe kein Platz mehr da. Sind dann nur noch Schuhe von den Kindern, ne? In unterschiedlichen Formen. Hier für Sport, dafür draußen, hier für warm draußen, hier für ne, Latschen. Mal schauen. So. Ja, was machen wir? Wir sind weiter am Ballenpressen. Ich sagte schon in der letzten Folge, wir kriegen eine Menge Stroh zusammen. Der Case macht hier die letzten Meter Tridikale. Und dann haben wir den LKW auch endlich zur Verfügung, um Paletten zu fahren. So machen wir das, ne? Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Leute jetzt noch verwirrt, die jetzt erst reinschalten. Nur steht er jetzt immer noch verpackt im Flur. Nächste Woche wird aufgebaut. Ja, das ist doch gut. Sehr gute Überleitung. Danke dir. Rollen Julian für 100, 300 Bits und Barney Gamble, danke für 100 Bits, liebe Leute. Vielen Dank für euren Support. Mega, mega. Gut, ich glaube, die meisten haben es mitgekriegt, aber ich ratter nochmal schnell die Änderung runter. Ne? Ihr könnt es auf der Homepage auch nachlesen, falls es jetzt so schnell runterratter. Und da könnt ihr auch schon alle Links, ihr müsst heute nicht warten. Alle Versionen sind schon verfügbar. Fangen wir mal mit der schnellen, kurzen Version an, wo nicht so viel zu ändern war. Beim Modspack. Beim Modspack habe ich das Logo am Hühnerstall gefixt. So fliegt es nicht mehr, wenn man die Tür öffnet, wild über die Map.
Beim Schweinestall habe ich die Warning-Meldung Slurry Pit Pläne gefixt. Ne? Also eigentlich, wenn man da Wasser auffüllt oder so, oder der Gülle, was auch immer, war da irgendwie da ein Fehler drin. Wasser- und Futterträger bei den Schafstellen habe ich vergrößert. Mehr ist es nicht. Produktionspack 201. Die Käsepaletten-Sichtweite vom Käse optimiert. Jetzt kann man Käse auch sehen, wenn man ein bisschen weiter weg steht. Tiere können beim Schlachter nicht mehr eingekauft werden. Also Tiere kann man nur noch zum Schlachter hinfahren. Bei der Bäckerei habe ich ein Stück Mauer rausgenommen und eine Kollision bei dem Bäckereigebäude eingefügt. Beim Sägewerk, ja hier doch nicht so rum, beim Sägewerk habe ich die Container ein bisschen näher an die Zäune rangeschoben, dass man ein bisschen besser um diesen Wasserbereich rumfahren kann. Der Brauch von Dünge und Herbizide bei der Obstplantagen habe ich ein bisschen reduziert. Komisch im eigenen Sinne, ne? Labor-Kartonpalettenfüllstand wird nun zusätzlich durch die Paletten angezeigt in der Halle. Siliermittelpaletten können nun direkt vom Häcksler befüllt werden. Hatte Panic Bully schon getestet? Ich weiß es nicht. Winnie, danke dir für 300 Bits. Winnie, danke dir für 200 Bits. Also vielen Dank, liebe Leute, hier für Level 2 Hype Train. Danke, danke für den Support. Und vergesst nicht, September oder so heißt es, ne? Ihr könnt jetzt günstiger subben. Könnt, glaube ich, günstiger Subs verschenken. Wie auch immer, ich danke für euren Support. Mega, mega. Da sagst du mit 500 Bits. Leute, Leute, danke, danke. So, eben getestet. Wenn man die neue Precision Farming Karte haben will, muss man nur die Soil Map GRE austauschen. Der Rest reicht. Okay. Danach die Proben nochmal neu kaufen, bohren und Stickstoff und pH-Werte hauen nicht hin wegen anderen Bodenarten. Ja, okay, das ist dann klar. Das wird sich dann erst ergeben. Macht Sinn. Ich denke gerade so, ich glaube, der Rest, der vom Feld hier noch geerntet wird, sollte passen, dass wir mit dem LKW eigentlich direkt zum Hof fahren können. Ne? Oh, und den Misthaufen beim Separator habe ich jetzt richtig rumgedreht, da der 90-Grad-Winkel verdreht war. Auf dem Engines-Editor sieht alles sauber aus, aber auf der Karte mal leider nicht. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen, dass der Separator falsch rumgedreht ist. Aber also die Mistplane beim Separator, das passt auch. Auf der Map habe ich geändert. Neue feine Precision Boden Map. Wie man gerade gehört hat, man muss im Safe Game nur eine Soil Map GRLE-Datei austauschen. Oder man spielt einfach weiter wie bisher. Ansonsten für neue Spielstände. Ne? Fliegende Schrift auf dem BGA Südgelände gefixt. Dann habe ich Mülltonnen auf dem BGA Südgelände verschoben. Habe diverse BGA Süd Deko-Gegenstände der Biorasanlage selbst zugeordnet, sodass, wenn ihr die jetzt tatsächlich verkauft, ist auch die Deko weg. Ne? Dann habt ihr aber ein ziemlich freies Gelände. Da bleibt nicht mehr so, was weiß ich, hier ein paar Silo-Planen oder Reifen oder so übrig. Das ist dann alles weg. Beim Käsereigelände habe ich die Einfahrt ein bisschen vergrößert und ich habe 6.6 Server Warnings Fehlermeldung gefixt. Das ist diese Desktop-INI-Datei, die Windows erstellt und SAMP-Icon-Datei. Alles so sinnbefreite Datenmüll, der teilweise vom Windows automatisiert erstellt wird. Die habe ich wieder alle rausgelöscht und die kommen bestimmt auch mal wieder. Aber Stand jetzt sind sie erstmal raus. Mal gucken, wie lange. Ich würde sagen, Gerd gönnt hier noch 5 Subs an die Community. Gerd, vielen Dank fürs Verschenken von 5 Subs. Und so hat Gerd hier schon unglaubliche 669 Mal Geschenke verteilt. Vielen, vielen, vielen Dank. Im Namen auch der ganzen Beschenkten. Mega, mega. So, dann der hier, ne? Also es nützt nichts, ich muss mal runtergehen von der Zeit, weil wir haben jetzt im Juli 2 ja noch ein bisschen was vor. Da läuft die Zeit gerade ein bisschen zu schnell sonst für. Also Weizenfelder mussten doch ewig gemulcht werden, das haben wir doch hier vorne, meine ich, auch gemacht. Werden wir also dann auch auf den anderen Feldern machen, sobald wir mit Beilen pressen da durch sind. Das dauert noch einen Augenblick. Also wir haben viel zu tun für den LKW, ne? Und Mulchen, habe ich mir jetzt gemerkt, war die kleine Walze. Ja, S54 Elster. Danke dir für das Verschenken auch vom Sub. Danke, danke. Und damit auch schon ein Sub verschenkt auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Und Stefan gönnt hier nochmal ein dickes Paket. 10 Subs an die Community. Liebe Leute, vielen Dank nochmal für Level 5 Hype-Schein. Ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Danke für euren mega krassen Support. Vielen, vielen Dank. So, weiter geht's.
Genau. Das ist der die Mulcherwalze. Der hat noch ein bisschen Zeit, bis er zum Einsatz kommt, aber er ist zumindest schon mal ready to go dann. Wird blockiert. Ach ja, Vorgewende mit Quaderballenpresse. Das Thema kennen wir, ne? Läuft meistens nicht so gut. Dafür Prost, Prost. So, nochmal ein bisschen Tritikale fürs Lager. Wenn mal die Hühner irgendwann wieder Hunger haben und Futter brauchen. Hammer. Das kann sein, ja. Generell ist, glaube ich, die Bodenmap nicht ganz so gut. Ich weiß jetzt nicht die komplette Verteilung. Ich habe mir selber nicht die ganze Karte aufgedeckt, weil nur dann sieht man ja, ob das jetzt plus 10%, plus 20%, minus 20% Ernte gibt, ne? Habe ich jetzt nicht im Detail nachher mehr geguckt. Ob jetzt, wenn man es jetzt über alles zusammenrechnet, ob das sich ein bisschen verschlechtert oder verbessert. Das fällt mir aber auch ein, dass ich die Bodenkarte, das muss ich mir auch nochmal aufschreiben gleich. Das war für Matchmap noch To-Dos, ne? EF-Map muss ja auch einheitlich sein. Wenn man tatsächlich mit Precision Farming spielt auf der Matchmap, muss ja auch gewährleistet sein, dass jede Insel, also jede Teaminsel, den exakt gleichen Bodenwert hat, ne? So, vielen, vielen Dank für den Hype-Train. Über Winnie noch mit 99 Bits. Danke dir. Und Bauer Wolf auch. Vielen Dank mit 100 Bits. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Lieber. Ja, ein bisschen, ne? Zwischen die. Ich habe noch ein paar Emotes. Habe ich von alles auch nicht. Ne? Das ist mir nicht. Lässt nach. Danke, danke, danke. Habe ich den denn stehen? Ich wollte gerade sagen, ich habe den noch vorhin gesehen. Da hinten steht er. Da hinten steht unser Trailer, den wir jetzt brauchen zum Sammeln. Und zum Verkaufen. Also der LKW wird ein bisschen mehr Einsatz kriegen. So, nochmal kurz gucken, wie die Füllstände sind. Also Fermenter bräuchte ja frische Luzerne. Könnt ihr zumindest nehmen. Der Komposter ja auch. So wollte ich jetzt gar nicht. Das ist alles noch gut. Eine Million haben wir noch. Oh, guck mal, Strom sammelt sich, ne? Strom sammelt sich. Das heißt, wir haben mehr als genug. So, Dünger haben wir auch mittlerweile. 80.000 müssten wir demnächst nochmal wieder zu den Obstplantagen rüber kutschieren. Silage aus Gras, Silage aus Luzerne. Das ist auch noch relativ gut gefüllt. Fischereiprodukte ist gar nicht mal so viel. Oh, der braucht aber auch Strom. Mal auf Prio 10, damit er Strom kriegt. Dann kriegt er wahrscheinlich gleich den kompletten Strom, den wir da gespeichert haben. Und dann war es das auch wieder. Reitung, Herbizide, Bienenstock. Das dauert noch. Aber sonst noch gut gefüllt. Aber Sägewerk wollte ich gucken. Doch, das Logo. Guck mal, Leerpalette. Fast hier 40 Paletten Leerpaletten. Auch Bretter, USB. Spanplatte nicht. Oh, die habe ich auf Auslagern stehen. Was ist das denn? Da wird der Träger wohl mit Spanplatten vollstehen, ne? Naja. Und hier Zellstoff, dass die Warning eben, oder ne, von wegen, dass Leerpaletten gebraucht werden. So, den, wenn ich jetzt nicht geguckt habe, war der. Da habe ich nicht drauf geachtet. Zerne, also, okay, der hat tatsächlich nicht mehr so viel.
Also die Luzerneballen sollten wir dann wohl zum Komposter bringen. Nicht alles darauf passt und ich jetzt gerade hier durchfahre, dann geht das jetzt schon mal hier in den Fermenter rein. So, Rolf, ich habe gerade die neue Siliermittelpalette getestet. Ich konnte sowohl den Häcksler als auch den Ladewagen mit Silium daran direkt betanken. Der Transport mit Autoluft funktioniert ebenso wie das Einlagern in der Flüssigkeitslager und der Verkauf am Hafen. Alles, was es soll. Ich bin auch der Meinung, da kann sich eigentlich nichts ändern, weil die Palette an sich ist gleich geblieben. Ich habe nur einen Fill-Trigger oben drauf gesetzt, praktisch noch, dass das eben geht. Boah, so viel lesen kann ich nicht. Das übersteigt immer das die Lesekapazität während des Streams. Zwei Sätze kriege ich hin, aber nicht fünf. Nur, also du wirst ja irgendwelche fehlerhaften Mods drauf haben. Und habe das Problem, dass mein Spielstand bei 95% nicht mehr weiterlädt. Mods habe ich nur die Fett auch, außer die kostenpflichtigen. Bis Sonntag konnte ich ohne Probleme spielen. Am Start am Dienstag ging nichts mehr. Wenn ich einen neuen Spielstand starte, mit allen Mods habe ich keine Probleme. Nur Fehler wurden auch nie angezeigt. Du hast also den neuesten Patch. Patch 1.71. Du bist auf 1.71 Patch-Version. Nicht 1.701. Man muss wirklich gucken, dass man auch bei 1.71 ist. Ein bisschen verwirrend, aber ist der LS-Patch, ne? Einmal sauber neu auf. Bisschen schöner. Was mit dem Kügel? Warum lädt er so komisch? Weil es so schnell war. Guten Tag, Achim. Hat Aachen ja Lust mir bei Gelegenheit, ich werde es jetzt modding-technisch eh nicht in Kürze umsetzen, aber irgendwann wollte ich bei den Obstplantagen eigentlich auch gerne dieses Wasser füllt sich, wenn es regnet, einbauen. Vielleicht hast du Lust mir mal den Code-Schnipsel, den man dafür braucht, per Mail zu schicken. Kann ja nicht so kompliziert sein, das ist ja wahrscheinlich nur ein kleiner Mini-Code-Schnipsel, den man irgendwo einbauen muss. Aber ich glaube, mit dem neuen Revamp-Update, hatte ich gelesen, kann man das bei einigen Produktionen jetzt eben einstellen, dass, wenn es regnet, sich Produktionsstätte füllt. Das macht ja definitiv Sinn. Ach, bei den Stromproduzenten, bei den Windmühlen und den Photovoltaikgeschichten bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich da die Technik auch umbauen werde. Aber also sowieso nicht in der Kürze, denn in der Kürze komme ich nicht dazu. Aber vielleicht irgendwann. Weil an sich finde ich das Prinzip auch besser. War ja auch eingangs meine Idee, dass das wetterabhängig ist, so wie die Standardgeschichten auch. Also sprich, wenn es hell ist und Sonne scheint, produziert die Photovoltaik nachts nicht. Genauso, wenn es viel windig ist, gibt es viel Strom, wenn wenig Wind, wenig Strom über die Windmühlen. Macht ja definitiv Sinn. Und es ist immer nur eine Frage, wie kompliziert, umfangreich ist das umzubauen, einzubauen. Es ist wirklich nur ein Code-Schnipsel, den man, ich sag mal, innerhalb von 5 Minuten zum Beispiel in den Produktion einbauen kann. Oder muss man das Rad neu erfinden und hängt dann nachher im Zweifel eine halbe Stunde pro Produktion, wobei das unwahrscheinlich, ne? Aber mal überspitzt gesagt. Moin, hast du schon gesagt, ja. Habe ich überlesen, genau wie Shelly, ne? Achim. Oh Mensch, Mensch, Mensch.
Ach, sag mir dein Name Feuersturm schon, als du über den Felder bretterst, ne? Ja, mein Tor. So, dann Luzerne. Dann können wir auch überlegen, dass wir gleich noch 1,80er Strohballen mitnehmen. Strohballen von da hinten vom anderen Feld. Oh, die Presse steht bestimmt rum. Da wird blockiert. Und das gesammelt zum Komposter bringen. Wetter kann ich wieder gerne. Ja, wie gesagt, das geht. Ich weiß nur noch nicht, wie man es einbaut, weil da habe ich keine Zeit nachzulesen. Wenn bräuchte ich Hilfe von jemandem, der sich schon damit beschäftigt hat, der mir einfach nur kurz einen Codeschnipsel einmal schickt. Dann weiß ich selber direkt, wie man es einbauen muss und muss dann nicht lange rumprobieren, testen und so weiter und so fort. Und dann wäre sowas halt fürs nächste größere Update dann berücksichtigt. Dafür gibt es jetzt aber keine schnelle von wegen hier Hallo-Version. Sondern nach wie vor heißt es, ne, diese Woche ist nochmal Streaming-Action. Heute Abend, Samstagabend und Sonntag, wie sonst. Wieder um 10 oder 12, das sehe ich noch, sage ich euch Samstagabend. Ob ich, wie ich dann am Sonntag streame. Und dann ist erstmal Streaming frei. Auf YouTube kommt trotzdem hier, passt ja nicht mehr viel Stroh rauf, ne? YouTube kommt trotzdem ganz normal Folgen. Denn deswegen ist ja ein Stream mehr als sonst. Und deswegen heute ein ganz bisschen früher, damit das alles so von der Menge hinhaut, ne? Ein Berechnungsproblem, gibt es zu viel Wasser? Wie gesagt, eilt auch nicht. Wenn du das in einer Woche oder zwei Wochen machst, ist alles fertig. Oder drei Wochen. Zwei Parameter setzen fertig, ja. Dauert wahrscheinlich 2 Minuten pro Produktion. Also kein großer Aufwand, so wie sich das jetzt anhört. Habe ich den eigentlich auch auf langsam kmh eingestellt? Hängt er vielleicht auch noch auf 10 kmh, der Heini da vorne, und fährt deswegen so langsam mit den Rundballen? Wird nicht. Müssen wir wieder per Hand? Ach, ich lasse das. Ist egal, wir nehmen halt ein Bein weniger mit. Klingt so, ne? Da könnte auch ein bisschen schneller fahren. Soll er das auch? Liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Also eine schöne Ladung Ballen für den Komposter haben wir hier schon mal zusammengestellt. Dann würde ich sagen, bringen wir den in der nächsten Folge dahin und dann schauen wir weiter, dass wir die Quaderballen fertig kriegen, Drescher aufräumen und Produkte verkaufen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.